grüße euch, guten Tag, ja, oder was geht? Hier ist wieder Tobi, wir sind zurück bei FIFA 17 in der Karriere mit der SG Dynamo Dresden. Wir befinden uns jetzt am 8. Spieltag. Es geht heute gegen den 1. FC Kaiserslautern. Und zwar findet das Ganze statt. Ist es ein Heim- oder ein Auswärtsspiel? Es findet statt. Ah, gut. Ich dachte, es findet am Betze statt. Nein, es ist bei uns im DDV-Stadion. So, lasst mich raten. Irgendwas mit Nationaltrainer? Ne, Jugendscouting. Oh, okay. Trainer, Sie finden weiter unten eine Liste von Spielern, über die wir weitere Informationen haben. Ja, wir gucken erstmal hier, was du noch so gefunden hast. Der ist 16. Ah, yeah. Ich glaube, hiervon nehmen wir erstmal keinen. Nee, hiervon nehmen wir erst einmal keinen. Wenn dieser Scout-Bericht verlassen wird, werden verbliebene Jugendspieler abgelehnt. Ja. Das nehmen wir, denke ich, mal so hin. Weil mit den Jugendspielern können wir gerade eh noch nicht so viel anfangen. Zumal ich gerade mal überlegen muss. Wir können doch Wunschliste, Mannschaft, Transferverhandlung, wo war das jetzt mit dem Scout-Aufträge, Büro, haben wir ja nicht irgendwo das mit den, hier Jugendstab, Potenzial 74 bis 90, ja sehr schön, guck doch mal, was wir da hier haben, das ist doch absolut in Ordnung, was die für Potenziale haben. Er 58 bis 74. Er kann dann wahrscheinlich weg. Ganz ehrlich. Und die beiden, ganz ehrlich, die würde ich behalten. 74 bis 90, 71 bis 89. Kann uns helfen. Kann uns sehr helfen. Ich lasse die aber noch mal ein bisschen in der Jugendmannschaft. So. Und wir gehen ins Spiel gegen den FC Kaiserslautern. Beim letzten Mal gab es für uns einen Sieg gegen den Karlsruher SC in einem Auswärtsspiel. Es sind noch nicht alle wieder hundertprozentig genesen. Dann lassen wir heute mal Konrad ran im zentralen defensiven Mittelfeld. Alena kriegt eine kleine Pause. Na, guck ja, nee. Wir lassen Pulisic spielen. Der Amerikaner gefällt mir da eigentlich sehr gut. Und damit gehen wir rein in die Partie gegen Lautern. Können wir das Gerät schon ein bisschen üben. Sehr schön. Das war nicht so schön. Aber wenn du einen Schwäbe im Tor hast, da kann quasi nichts schief gehen. Ich finde das mit Kreis sogar noch ein bisschen leichter zu verteidigen. Einfach nur drauflaufen und Kreis drücken. Naja. Wollen wir uns jetzt nicht mit diesen Spielchen beschäftigen, sondern gehen ins DDV-Stadion. SG Dynamo Dresden gegen den 1. FC Kaiserslautern. Zweitliga-Fußball erster Güte. Und wir schauen mal, ob es für uns die nächsten 3 Punkte gibt. Ich glaube, einen direkten Aufstieg anzupeilen, na, ich sag mal so. Mit einem 3. Platz könnten wir zum Beispiel schon sehr zufrieden sein. Und dann müssen wir mal gucken. Der Vorstand erwartet von uns einen Mittelfeldplatz. Unter dem Mittelfeldplatz verstehe ich irgendwas. Ja, von Platz, keine Ahnung, 12 bis 8. Irgend so was in der Richtung. Mittleres Tabellendrittel halt. Das wird unser System sein. 4-4-2 mit der Raute. A. Osman als 10er, Konrad heute als 6er. Das ist die einzige Änderung bei uns in der Mannschaft. Und der Karlsruhe, ich sehe. SFC Kaiserslautern. Spielt ein System, was sehr, sehr viele spielen. 4-2-3-1. Ganz, ganz viele spielen dieses System, muss ich sagen. Also, Karlsruhe hat das gespielt. Hannover hat das gespielt. Bochum hat das gespielt. Ich glaube, Union hatte was anderes. Aber das ist ja jetzt auch schon wieder ein Stückchen her.
So. Noch einmal motivieren, Jungs. Berko hält dort eine dynamische Ansprache. Und damit geht's rein. Dynamo Dresden in Gelb stößt an. Spielt von links nach rechts. Und macht Jagd auf 3 weitere Punkte im ersten Jahr Zweitliga-Fußball. Und so kann das aussehen. Ja, mal ein bisschen hier den Ball laufen gelassen. Auch wenn hier und da ein bisschen riskant. Testrot. Mit dem Ball auf Stefaniak. Stefaniak! Das ist die erste Chance in dieser Partie. Für Dynamo Dresden. Stefaniak ganz weit hinter, aber da steht keiner. So, und jetzt die Chance für Lautern zu kontern. Aber Osabe ist da allein. Der ist da ganz allein. Moritz verliert den Ball, der landet dann bei Dresden, die aber nicht präzise genug nach vorne spielen können und das Ganze so auch nicht ausnutzen können. Osabe auch etwas sehr ungestüm. So, Stefaniak, Überzahlsituation. Berko, immer noch Berko, die Flanke, die ist nicht schlecht da. Versuchen wir sogar einen Seitfallzieher. Und dann ist es A. Osman nochmal aus der zweiten Reihe. Ball abgefälscht. Es gibt Eckball. Und wieder Osabe, der jetzt ein schweres Leben da vorne hat. Holt zumindest den Einwurf für seine Mann raus. So, Einwurf für Lautern. Ganz weit in der eigenen Hälfte, nachdem wir da gut dazwischen gegangen sind. Ja, jetzt müssen sie sich da erstmal wieder rausspielen. Und das scheint nur mit einem langen Ball zu gehen. Und der landet dann erstmal wieder bei Dresden. Testrot. Ja, wird dort gut vom Ball getrennt. Stark gemacht von Lautern, die jetzt selber mal hier anmelden, offensiv was ausrichten zu wollen, aber das war dann doch ein bisschen ungefährlich. Stefaniak über den Flügel. Stefaniak ganz drüben, Platz für Berko. Immer noch Berko. Berko mit dem Abschluss. Der landet bei Dresden und dann ist es fast Pascal Testrot mit dem 1:0. Abschluss, ja, ins Gesicht, würde ich sagen. Und dann fehlt da nicht viel. Beim zweiten Ball von Testrot, der ja die meisten Tore für uns erzielt hat. Ja, Lautern gerade ein bisschen unter Druck. Dresden gerade die bessere Mannschaft. Und was eben auch auffällt, die Lauterer haben da nur sehr wenig Lösungen anzubieten, wenn Dresden schnell spielt. Da fällt ihnen bis dato nicht allzu viel ein, außer lange Bälle, die dann aber jetzt auch nicht des Rätsels Lösung sein können. Berko geht vorbei. Macht ein gutes Spiel auf seiner Seite. Berkup, die Flanke. Und der Kopfball von Stefaniak. Weiß ist wieder gefordert. Stieber. Der Ungare hat ja auch Bundesliga-Erfahrung, hat beim HSV gespielt. Also hat er ja fast auch schon Zweitliga-Erfahrung. Ha! Aber immer nur fast. Aber jetzt gucken wir erstmal, was Dresden hier macht. Mit Christian Pulisic. Der setzt sich gut durch mit dem Ball auf Stefaniak. Der gerade so nochmal an einem richtig guten Abschluss gehindert werden kann. Dresden ist hier besser, präsenter, einfältiger. Hat sich eben
Noch nicht mit dem Tor belohnt, das ist das Einzige. Und Karlsruhe, muss ich sagen, im Spielaufbau enttäuschend schwach. Da ist sehr wenig. Stefaniak, ja, kriegt den Ball nicht durch. Vielleicht jetzt mal mit Testrot abgefälscht. Pulisic mal aus Reihe 2, warum denn nicht? Auch wenn es nur Abstoß gibt. Weiß führt hier den ein oder anderen Abstoß gern mal kurz aus. Testrot, das wird als Foul gegen ihn gewertet. Und der Ball geht ins Aus. Es gibt aber trotzdem einen Wurf für Dresden. So, Halbzeit 1 geht so langsam aufs Ende zu. Das Einzige, wo man Dresden jetzt hier wirklich den Vorwurf machen kann, ist, dass sie sich noch nicht in Form eines Tores belohnt haben. Ansonsten ist der Auftritt hier stark. Berko. Teixeira macht mit, Testrot. Ah, versucht Teixeira nochmal anzuspielen, aber der Passweg war zugestellt. So, Halfa. Lauterer Urgestein, kann man fast schon sagen. Spielt ja wirklich jetzt schon ein paar Jahre dort. Ist ja in Zeiten des Fußballs der Gegenwart gar nicht mehr so selbstverständlich. Berko. Testrot mit Stefaniak. Oh, macht er das stark. Stefaniak, und dann scheitert er an Weiß. Wunderschön, wie er sich den Ball da vorbeigelegt hat am Gegner. So, Osman, und dann wird er abgefälscht. Ich weiß nicht, ob Weiß sonst dran gekommen wäre. Nochmal ganz starke Möglichkeiten hier für Dynamo Dresden. So, und jetzt ist Halbzeit. Also, noch 0:0. Betonung auf noch. Dresden ist hier hoch überlegen, klar am Drücker. Das Einzige, was fehlt, ist das Tor. Und das muss jetzt die Aufgabe sein für Durchgang Nummer 2. Hier dann schnell zum Torerfolg zu kommen. Und natürlich auch trotzdem aufzupassen, dass Lautern dann nicht irgendwie Chancen bekommt. Das brauchst du natürlich auch nicht. Stieber. Sehr schön verteidigt. Heinrichs kommt ja von Bayern 04 Leverkusen. Stefaniak. Ah, schade. Wenn er den besser sichern kann. Hinter ihm ist da ein Mitspieler gelaufen. So, vielleicht ja jetzt. Stefaniak geht zu Boden. Das gibt 11 Meter. Das muss 11 Meter geben. Das muss 11 Meter geben. Patrick Ziegler. Das war klar im 16er, das Foul. Das war klar im 16er. Ja, es gibt doch 11 Meter. Ich wollte schon sagen, Testrot. Ich will ihn bitte reinmachen. Testrot! Mit der verdienten Führung für Dynamo Dresden. Es sah erst gar nicht so aus, als wäre hier irgendwie das Ganze ein Elfmeter gewesen. Weil das Stadion war relativ ruhig und es gab so die gelbe Karte und nicht so viel Aufregung. Es war ein klarer Elfmeter. Und den macht Testrot rein. Und das ist das verdiente 1:0 für Dynamo Dresden. Nichts zu machen für Weiß. Und Dresden belohnt sich für die ganzen gelaufenen Meter, für den Aufwand, den man betrieben hat. So. Wir gucken mal. Wie reagiert Lautern? Weiß, ja. Wird da in Bedrängnis gebracht. Testrot. Stefaniak, Osman.
Dresden macht hier genauso weiter wie vorm Führungstor. Man ist da nicht in irgendeiner Art und Weise gewillt, hier nachzulassen. Gut verteidigt. Dürfen Lauter nur nicht irgendwie zurückkommen lassen. Das wäre nicht so toll. Aber die sind bis hierhin wirklich kaum gefährlich geworden. Testrot. Berko. Stefaniak, Außenplatz für Heinrichs. Stefaniak mit dem Abschluss. Nicht schlecht. So, Heinrichs, der Verteidiger. Vielleicht sich damit nach vorne. Ja, wenn wir da ein bisschen mehr draus machen. Also wenn der Spieler sich da vielleicht anders fallen lässt oder so. Pfeift der ein oder andere Schiedsrichter da vielleicht Elfmeter. So, der Konter von Karlsruhe, der erst einmal nichts einbringt. Vielleicht in zweiter Instanz. Ja, das ist das 1-1. Aus dem Nichts, aus dem gar nichts. Und zwar war das dort Konrad, der den Fehlpass spielt. Und dann hat Lauter ein leichtes Spiel. Und jetzt steht sie auf einmal 1-1 und keiner weiß warum. Es weiß halt wirklich keiner warum. Also, dass Lautern hier nach 70 Minuten bei einem Punkt wäre, ist grob unverständlich. Jetzt hat Dresden nochmal was zu tun. Jetzt hat Dresden nochmal was zu tun. Stefaniak. Der Ball auf Berko. Und Pulisic macht den Rebound rein. Christian Pulisic. Und sofort die Antwort von Dresden. Holen sich die Führung zurück. Das wäre jetzt aber auch ein Unding gewesen. Berko mit dem starken Schuss. Und dann Testrot, der Pulisic den Vortritt lässt. Und der junge Amerikaner macht den Ball dann rein. Abzüge in der B-Note. Stolpert ein bisschen danach noch, aber... Also, 2-1, die Führung für Dresden, die erneute Führung, die natürlich verdient ist. Alles andere außer 3 Punkte für Dresden wären hier heute unangebracht. So, jetzt, wir haben gelernt, wir sollten in der Defensive trotzdem ein bisschen aufpassen. Freistoß für Lautern. Schiedsrichter pfeift da ein bisschen sehr kleinlich, meiner Meinung nach. Sultan Stieber holt sich noch jemanden ran. Und der Freistoß landet bei Schwebe. So, Berko. Jetzt vielleicht mal der schnelle Konter. Aber Berko holt sich den Ball. Berko holt sich diesen Ball zurück. Jetzt zieht er in die Mitte. Immer noch Berko. Ah, Osman. Ja, da hat er jetzt selber die Beine noch nicht sortiert gehabt und wusste jetzt gerade noch nicht, wie er das anstellt, was er überhaupt vorhatte. Die Umsetzung seiner Idee war gerade noch etwas mangelhaft. Die Idee an sich war gar nicht mal schlecht. Stefania. Dresden sollte das hier trotzdem konzentriert zu Ende spielen. Testrot, der bringt den fast nochmal durch. So, Weiß. Sollte den da ganz schnell von sich loswerden. Sonst kommt da wieder ein wildes Testrot auf ihn zugestürmt. Ganz starkes Tackling von Pulisic war es, glaube ich. So, wie kann denn der Lauterer da durchkommen? Wie kann der denn da durchkommen? Ein absolutes Unding. Wieder Konrad, der nicht gut aussieht im zentralen defensiven Mittelfeld. Gibt nochmal die Ecke. Für Lautern. Noch eine Ecke. Wir müssen gerade mal ein bisschen... Ey, der Konrad ist so... Ey, Jungs. Ich werde... Also ich... Keine Ahnung.
irgendwie passt mir das nicht. So, ein bisschen Zeit von der Uhr nehmen. Jetzt bitte nicht das 2-2 kassieren. Also, hier kann es für uns heute nur den Sieg geben. Nichts anderes. Und nochmal der Eckball. Und der ist drin. Das ist der Ausgleich. Kaiserslautern macht aus gar nichts dann doch ganz schön viel. Ja. Der Größenvorteil. Christoph Moritz. Und was ist heute das Problem bei Dynamo? Sie haben die Chancen, aber sie machen sie nicht. Noch ist das Spiel nicht vorbei. Testrot. Lamberts. Stefaniak. Wird verteidigt. 3 Minuten Nachspielzeit. Ganz witzig wäre es ja jetzt, wenn Lautern auch jetzt noch das Führungstor macht. Stefaniak, Vorteil. Und das war's. Es ist ein 2:2 zwischen Lautern und Dresden und da war einfach so viel mehr drin. Wir waren hier klar überlegen, dass das nur 2:2 ausgeht, das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Wir halten den 4. Tabellenplatz erst einmal, aber St. Pauli spielt ja noch. Die haben erst 7 Spiele. Stuttgart spielt auch noch. Da hätten wir heute mehr draus machen müssen. Das nächste Spiel ist dann gegen St. Pauli. Da müssen wir... Also das wird essentiell wichtig. Ups, das wollte ich gar nicht. Ich wollte hier ein bisschen was machen. Da war mehr drin. Das wurmt mich jetzt. Weil da hätten wir wirklich gewinnen müssen eigentlich. Ja, wir müssen eben die Chancen dann wirklich nutzen, wenn wir sie haben, ne? Wir waren am Drücker, aber haben eben nicht so viel draus gemacht. So, jetzt gucken wir nochmal, was das Training hier bringt und dann würde ich sagen, soll es das von meiner Stelle auch erst einmal gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und hoffe, dass wir beim nächsten Mal gegen St. Pauli gewinnen. In diesem Sinne, Mädels, bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen, tschüss!